Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Anno 2070. Sonne, wieder mit dabei am Start hier, am Stissel bei Anno. Ich hoffe, dass ihr das seid und ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut drauf, denn es geht natürlich hier weiter mit unserem kleinen Inselabenteuer. In der letzten Folge haben wir, soweit ich weiß, neue Fischereien gebaut, neuen Tee angebaut und haben wir hier ein Kraftwerk hingesetzt, damit wir hier wieder genug Energie haben. Und wir haben hier, um den Aufstand zu vermeiden, die Ökobilanz verbessert. Das ist doch schon mal was. Hier ist nämlich auch bald keine Energie mehr und hier haben wir aber auch keinen Platz mehr für weitere Energie, wenn ich das richtig sehe. Haben wir eigentlich auf der Insel hier ganz normalen Basalt? Ja. Über 5000 Tonnen. Da könnten wir ja eigentlich Basalt abbauen, wenn ihr mich fragt. Wenn ich Baumaterial hier habe. Ich brauche ja eigentlich nur... Das machen wir mal. Du... Wobei, wir haben jetzt eigentlich Kohle, ne? Wir haben eigentlich Kohle. Da könnten wir auch einfach hier den hier machen. Warte mal. Fruchtbarkeiten und Ressourcen. Ressourcen, Basalt, Bohrkopf. Ergibt Rohstoffmenge. Alter, das ist doch geil. Da brauchen wir natürlich nur Mikrochips. Haben wir Mikrochips irgendwie zu viel? Hier, was ist mit euch? Ja, ihr habt Mikrochips. Und hier haben wir aber nicht mehr so viele, hatte ich letztes Mal, glaube ich, gesehen. Ne? Ja. Da könnte man nochmal drüber gucken. Das, ob sich das... Au. Hier geht jetzt Dings nach unten. Gemüse geht nach unten. Warte mal, da müssen wir noch weitere Gemüsefarmen bauen. Das geht ja nicht. Warte mal, das hier ist ein Holzdings. Hier. 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 Können wir mal gucken, ob das irgendwie geht. So. So. So, das ist doch perfekt. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich hoffentlich endlich mal einen absoluten Gemüseüberschuss. Das wäre wünschenswert. Ist das hier das Lager? Ja, ne? Gut. Okay. Boah, die Insel hier ist so voll geklatscht. Alter Schweden, Mann. Was hast du hier für ein Problem? Du hast doch keinen Pfad? Warum hast du keinen Pfad? Man weiß es nicht. So. Also es ist aber auch jetzt hier so, dass alles hier, ne, alle Verbrauchsgüter, Fisch, Tee und so, ist alles auf dem, ist alles nicht mehr vorrätig. Also es geht alles nach unten. Da müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, dass wir da unsere Produktion überall noch erhöhen. Denn sonst wirkt sich das wahrscheinlich auch hierauf aus. Tee geht jetzt wieder nach oben, Fisch geht nach oben, das ist gut. Biokost scheint jetzt auch hoffentlich langsam wieder nach oben zu gehen, sonst müssen wir noch einen dritten bauen. Aber jetzt müssen wir uns hier schon wieder um Pasta und was ist das, Biodrinks kümmern. Denn sonst kommen wir wieder in Teufelsküche. Und dafür müssen wir demnächst mal, glaube ich, hier... Ne, die Insel ist ja auch schon total zu. Ah, da brauchen wir dann eine neue Insel oder was? Oder wir machen hier weiter. Denn das geht ja nicht. Komm mal her, Tarkus, du machst jetzt... Obwohl, nee, machst du nicht. Doch, du holst mal hier gerade Mikrochips ab. Das wollten wir mal machen. Denn sonst geht uns auch langsam der Basalt aus. Was machen wir eigentlich momentan? Hier, die Basaltminen. Was ist denn das? Basaltvorkommen. Da fliegt man über 2000 Tonnen. Warum... Basalt und Kalk haben wir hier im Überschuss. Und hier, Kalk ist da, Basalt ist auch da. Wo produziere ich denn meine Basaltsteinchen? Hier, oder? Irgendwo. Da. Ja, dann ist ja okay, dann ist ja gut. Dann ist das ja erstmal gar nicht wichtig, so wie ich das sehe. Dann Rückzug, da brauchen wir ja doch erstmal hier keine... Aber wir können trotzdem mal welche holen, weil wir das für andere Sachen noch brauchen wahrscheinlich.
Wo sind sie denn, die Microchips? So. Haben wir hier überhaupt ein paar Microchips? Nee. Ja, da müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, was wir jetzt tun. Denn wir brauchen, wie gesagt, Pasta. Das können wir hier ja. Hier haben wir ja unsere Weizenfarmen. Die können wir noch ausbauen. Was brauchen wir noch für Pasta? War das Gemüse? Yes. Und das Ding war auch, dass wir hier die Pasta-Mühlen haben, ne? Die Teigwarenfabriken. Wie viele haben wir davon? Zwei nur? Schon, ne? Wie sieht denn das aus? Ja, Teigwaren sind da ohne Ende. Dann würde ich sagen, wir machen hier einfach mal noch zwei Pasta-Fabriken irgendwie hin. So. Und schauen mal, wie das wird. Zack. Die hier war das schon dran, ne? Oh, die haben wir noch. Dunklen Weg. Das gibt's ja gar nicht. So. Gucken wir mal, wie das wird. Okay, das nächste war Biodrinks. Obst und Milch. Die stelle ich auch hier her, oder? Da. Obst haben wir genug. Milch geht. Ist. Milch brauchen wir mehr. Milch machen wir hier, ne? Ja, die Insel ist vollgeklatscht. Da passt nicht mehr wirklich viel hin. Hier vielleicht noch ein bisschen. Milchfarm. Wie brauchen die? Die brauchen schon Platz. Wenn ich mich nicht täusche. Nur 6 Stück. Wobei. 6 mal, was sind das? 4 Felder wahrscheinlich, ne? Wie viele ich hier hinkriege, oder? Besser als nichts. 7 auch noch? Boah. Alter. Das geht. So. Das ist, die ist nicht, die läuft nicht auf 100, aber ist egal. Hauptsache ein bisschen was. Dann hier. Ja, brauchen wir Baumaterial. Ich muss auch mal gucken, hier, wer ist. Was machst du? Du machst Milch. Ist auch noch Kalkstein runter. Obst. Niemand hätte das besser machen können als du. Ja, der lädt gar nicht so viel Obst ab, wie ich produziere. Das hier ist Obst. Nee, das ist Mais. Was ist denn hier Obst? Das hier, ne? Ja. Okay, holen wir mal gerade Baumaterial. Wo ist denn unser Nordburg? Tarkus. Ach, du machst mal hier Entladen der Chips. Ich will aber dich haben, genau. Und du holst mal ein paar Materialien zum Bauen von Milch. Farmen. Du brauchst auch noch Glas. Wie sieht es eigentlich aus mit der Glasproduktion? Läuft die noch? Ja, ne? Haben wir noch einen Kalksteinbruch? Der ist bald leer. Aber egal, Kalksteine haben wir sowieso genug. Hier haben wir auch noch eine. Und hier oben, glaube ich, auch. Du hast kein Dings mehr, keine Vorkommen. Du machst Koks und du machst Kalk, genau. Ja, Kalk haben wir genug, also, und den brauchen wir auch, glaube ich, nur fürs Glas, ne? Genau. Und 2 Gläsereien. Gläserei, heißt das so? Nicht sicher. So, du kannst mal hier, was brauchen wir denn alles? Bisschen Glas, Holz vor allen Dingen. Und Werkzeug erstmal. Komm mal her. Dann können wir hier nochmal den restlichen Platz aufbrauchen. So, ausladen bitte. So, okay. Dann fährst du erstmal wieder hier hin. Und dann bauen wir erstmal noch ein paar Milcherzeuger.
So, schauen wir mal, wie wir dich hier versorgen können. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Das kriegst du doch gar nicht rein hier. Da sind die auch noch 5 und nicht 4-mal groß, sehe ich gerade. Alter, nein. Wie soll denn das gehen? Die Barracudas versuchen doch nur zu überleben. Und du kannst dazu beitragen. Deine Mutter überlebt. Du Affengesicht. Red schon. Och man, jetzt habe ich mich wieder verrechnet, oder was? Das geht auch nicht anders. Jetzt mach ich hier. Scheiß der Hund drauf, du kriegst nur 6. So. Ja, die Insel ist jetzt absolut. Hier kann vielleicht noch was hin. Ja, aber das ist auch nicht wirklich gut. Siehst du? Okay. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen an Milch. Das bedeutet, ich kann hier. Milch kann ich überall machen, ne? Nee, dann komm du nochmal zurück. Bitte. So, ich wette nämlich, jetzt geht's hier gut. Das sieht wieder gut aus. Da, hier, das ist immer noch im Keller. Was machen wir denn da, ey? Machen wir noch ein Biopass-Ding. Du wirst der Barracuda League helfen, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Nein, das werde ich nicht. Wie sieht's aus? Ah, das Gemüse, ey. Das, du brauchst so viel Gemüse. Das ist ja unfassbar im Spiel. Meine Güte, ey. Nimm mal hier das ganze Zeug mit. Das brauchen wir hier nicht mehr. Vorerst. Nimm so viel, wie du kannst. So. Und dann bringen wir es hier hin. Dann werden wir hier noch Milch produzieren, würde ich sagen. Was sieht, wie sieht denn das aus hier mit dir? Mit der Milch. 3? Nimmst du auch noch Milch? Du ziehst also lieber den Schwanz ein. Halt dein Maul. Warnung. Erkenne feindliche Anteilsmehrheit. Gefahr einer Inselübernahme. Ach du Scheiße. Registriere Bewegung auf Anteilsmarkt. Alter, ich hab... Ach, das ist so nervig, ne? Ey, stell mal vor, dem wird jetzt einfach die Insel gehören. Ich meine, der hat jetzt die Mehrheit. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ich kaufe den gleich ab, ey. Penner. Was ist da los? So. Was ist jetzt? Alter. Was ist denn los mit dir? So. Okay. Gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen Milch produzieren. Also Biodrinks. Was denn jetzt? Spiel gespeichert. Ach so, gespeichert. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Milch hier. Milch, Milch, Milch. Gute alte Milch. Guck mal, hier kriegen wir doch auch noch 2 Plantagen hin. Und Plantagen. 2 Farmen, meint er. 2 Farmen. Da. Und hier. Molkerei, Molkerei, Molkereien. Nee, die geht noch eine weiter nach da. So. Du läufst, auch, du läufst aber trotzdem auf 100. Das ist nicht schlecht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Du dürftest aber nicht auf, oh, er läuft auch auf 100. Crazy shit. Okay, jetzt haben wir hier Milch. Was wäre, das ist irgendeine Route, die Basalt fördert.
Da. Kalkstein und Basalt. Hallo? Schon wieder der Teamer. Dann machst du jetzt auch noch die gute alte Milk. Milk, 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 da. Milk. Ausladen, Milk. Und das macht die Sargasso. Und die hat auch noch eine leere Ladekammer, wenn ich das richtig sehe. Zeig mir mal die Sargasso. Wo ist die denn? Da? Nee, das ist Anorax. Wo ist denn die Sargasso? Ist die gerade hier? Nein. Mach leer. Das dürfte sie sein, ja. Das ist ein bekacktes Handelsschiff. Naja. Ach so, nein. Mal weiter hier. Vielleicht sollte ich hier nochmal ein Abfertigungsterminal bauen. Hier. So. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Na gut, liebe Freunde, der Timer hat gebimmelt, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Anno. Es gibt weiterhin viel zu tun und ja, bis nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Danke und tschüss.